Willkommen zurück zu Mass Effect, ja. Ich weiß. Ah! Es läuft nicht. Und es leckt, warum auch immer. Ja, das wusste ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell ins Spiel reingegangen. Wir gehen doch nochmal zu den Bezirken. Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Ja, mit Kämpfen ist ja noch nicht ganz so viel, ne? Wir rennen ja erstmal irgendeinem Signal hinterher. Ich bin aber einfach... Ach, Mensch, was ist denn heute los? Ich bin aber auch einfach neugierig, was ist mit diesem Signal... Signalquelle! Es gibt eine Signalrückkopplung vom Relais. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Ah! Okay. Danke. Signalortung. Signal zum Präsidium folgen. Nun scheint das Signal über ein Terminal im Finanzbezirk des Präsidiums geleitet zu werden. Ah. Ja, okay, dann gehen wir da hin. Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Toll! Okidoki. Ja, dann ist es ja gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ich wollte ja erst schon aufgeben. Toll, ich hätte beim letzten Part einfach nur ein Stückchen weiterlaufen müssen. Ich bin ja eigentlich da unten gewesen. So, Finanzdingsbums. Warte mal. Können wir das auch hier? Finanzdistrikt. Dann suchen wir jetzt noch ein bisschen. Das würde ich doch ganz gerne lösen. Schaffen wir. Okay. Ja, hier war auch irgendwo so ein Ding. Ich erinnere mich. Ah. Noch ein Relais. Wer immer es ist, er ist irgendwo im Präsidium. Didin. Fortsetzen. Das letzte Kommunikationsrelais zeigt, dass sich das Signalziel im Hinterzimmer des Emporiums im Finanzbezirk des Präsidiums befindet. So, okay. Keine Ahnung. Ach, es wird mir angezeigt. Das ist ja schön. Ah ja. Das ist es. Mal sehen, ob wir herausfinden können, wohin die gestohlenen Credits gelenkt werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Oder auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. What the fuck? Du bist kein Programm- oder Kategorie-VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Wir müssen nicht kämpfen. Untersuchung.
Wo ist der Erschaffer? Warum Selbstzerstörung, Erschaffer, Gründe für Diebstahl? Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Du kannst selbstständig denken. Warum hast du weiter Credits gestohlen? Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Geth suchen können, um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Aha. Ja, okay. Wir müssen nicht kämpfen. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch Sie ausgelöscht. Tja. Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Was? Credits? Wo muss ich denn jetzt hin? Sie haben sich einen beeindruckt. Moment. Codex? Was? Nein, ich will nicht den Codex. Den See erbaut. Ja. Obwohl je jemand darin ertrunken ist. Mhm. Ach du Heiliger. Was soll ich denn hier machen, bitte? Ah, okay, ich verstehe. Ich bin gleich tot. Linken, oh, ich weiß es nicht mehr. Den oben. Tja, Leute. Nein! Oh, darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ernsthaft. Jetzt bin ich auch voll raus. Ich weiß es nicht mehr. Oh, danke. Das war's dann wohl, würde ich sagen. Achso, wir haben den Codex noch, ne? Ja. Machen wir mal eben. Biotik bezeichnet diese. Eine künstliche Intelligenz ist ein bewusstseinsfähiges Computersystem, das neue Dinge lernen und selbstständige Entscheidungen treffen kann. Für die Erschaffung einer bewusstseinsfähigen KI werden ein adaptiver Code, ein aufwendiges und gesteuertes Lernsystem und ein spezieller Quantencomputer, eine sogenannte Blue Box, benötigt. Eine KI kann nicht über Kommunikationskanäle oder Computernetzwerke übermittelt werden. Ohne die Blue Box stellt eine KI nur eine Ansammlung von Dateien dar.
Durch das Laden dieser Dateien entsteht eine neue Persönlichkeit, wobei die verschiedenen Möglichkeiten bei der Verarbeitung mit der neuen Quantenhardware für unvorhersehbare Resultate sorgen können. Die Geschichte der Geth dient als warnendes Beispiel für die Gefahren durch eine unkontrollierte KI. Solche KI-Formen gelten im Zitadell-Sektor als illegal. Allerdings vertreten bestimmte Interessengruppen die Meinung, dass eine KI ein Lebewesen mit den gleichen Rechten wie organische Lebewesen sei. Diese Gruppen behaupten, dass die fortgesetzte Nutzung des Begriffs künstlich eine rassistische Herabsetzung von Seiten der organischen Lebensformen darstelle. Sie selbst bevorzugen den Begriff synthetisch. Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder heraus. Ja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was wäre denn passiert, wenn wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte. So, wir wollen jetzt aber... Ist egal, die Aufgabe ist abgeschlossen. Wir wollen jetzt zum Tor. Ich würde sagen, es wird Zeit. Zitadellturm. Das sind wir nun... Irgendwie braucht das immer ein bisschen, wenn ich reise. Vielleicht sollte ich das mit dem Reisen nicht so unbedingt machen, wa? Weiß es nicht. Obwohl jetzt gerade geht. Okay, finden wir hier irgendetwas Neues? Jemand, mit dem wir quatschen können oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen da einfach hoch. Dann machen wir das. Schönen guten Tag. Hallo. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Saren bringt sie zurück, deshalb folgen sie Saren. Die Geth verehren sie. Die Geth glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Es ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Die Reaper gibt es wirklich. Sie haben schon mal an mir gezweifelt. Seien Sie doch nicht albern. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken.
Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Was ist meine erste Mission? Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ich kann es ihm nicht verdenken, da ist nichts dabei. Typisch. Ich weiß nicht, ob das so typisch ist, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es ihm verdenken kann. Er muss an vieles denken. Los, bin direkt hinter Ihnen, Commander. Den Spectre-Bonus, Spectre-Training, Talent freigeschaltet. Ist das nicht schön? Sehr schön. Dann... wo sollen wir hin? C-Sicherheit, ne? Hat er nicht irgendwie sowas gesagt? Mit dem Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Okay. Ja, hatten wir ja schon gesehen. So, warte. Ach komm, das nutzen wir doch mal direkt.
Goodie. Gibt's nichts, ne? Doch, hier. Tali kriegt auch noch. Ne, warte. Stand da nicht eben noch was anderes? Naja, gut, okay, von mir aus. Ist in Ordnung. Soldat machen wir einen. Hier haben wir Fitness. Machen wir auch. Schrotflinte machen wir. Ist eigentlich wurscht. Wir machen hier. Okay, gut. So. Soziale Sicherheit. Und dann geht's auf zur Andockbucht. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich habe direkt nach Ziel Sicherheit geguckt. Ich habe gar nicht geschaut, ob man mit dem Terminal auch so direkt dahin kann. Na, egal. Ist ja nicht so schlimm. Okay. War das hier? Genau. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Nein, sowas. Ah ja, sehr schön. Da sind wir. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Haken wir danach? Ach komm, wir versuchen es mal. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Sie hätten nicht lügen dürfen, ja, weiß ich nicht. Was ist schiefgegangen? Das haben Sie verschwiegen? Ja, ganz offensichtlich. Wir fragen einfach. Was ist damals geschehen? Ich habe versagt. Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Was ist mit den Reapern noch mehr? Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn Sie es tun, kann die Röhre Sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas.
Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ich weiß es nicht. Wir gehen sowieso alle durch. Ja, ist gut. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Das könnte passieren. Ja, wer weiß. Nein, ich werde vorsichtig sein. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, okay. Dann erzähl mal. Ja, Commander? Alles in Ordnung. Sie haben für die Spectres gearbeitet. Okay, das wird nochmal ein längeres Gespräch. Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pheros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Ich will die Wahrheit über Sie und Saren erfahren. Ich möchte etwas über die Mission hören, die Sie damals gemeinsam unternommen haben. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten.
Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Das ist nicht fair. Das ist egal. Ich weiß nicht, ob das so eine passende Antwort ist. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Ja gut, das war nicht Ihre Schuld, habe ich ja schon. Das ist jetzt natürlich auch eine tolle Auswahl. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Ja. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Codex. Ja. Ich will noch mal eben hier. Da war noch ein Keeper. Ja. Als die Menschen ungefähr 2160 ihre aggressive Expansionspolitik auf den skylianischen Randsektor ausdehnten, erregten sie den Zorn der Batarianer, die bereits seit Jahrzehnten dieses System erkundet hatten. Und so stellten die Batarianer eine Petition an den Zitadellrat, um den Randsektor als batarianisches Hoheitsgebiet anzuerkennen. Der Rat lehnte den Antrag ab und erklärte diesen Teil der Galaxie zu einer unbewohnten Welt, die für die menschliche Besiedlung freigegeben sei. Aus Protest schlossen die Batarianer ihre Zitadellbotschaft, erklärten die Ratsfriedensabkommen für ungültig und wurden damit zu einem Schurkenstaat. Sie starteten einen Stellvertreterkrieg im Randsektor, indem sie kriminelle Organisationen mit Waffen und Geld unterstützten und sie aufforderten, menschliche Kolonien anzugreifen. Die Feindseligkeiten erreichten ihren traurigen Höhepunkt mit dem skylianischen Angriff von 2176, als von den Batarianern unterstützte Raumpiraten und Sklavenjäger die Hauptstadt Elysium angriffen. 2178 startete die Allianz einen verheerenden Gegenschlag auf dem Mond von Torfan, ein seit langem genutztes Versteck der von den Batarianern finanzierten Kriminellen. Nach diesen Vorfällen zogen sich die Batarianer in ihr eigenes System zurück und scheinen seither den Zitadellsektor zu meiden. Pharos ist eine bewohnbare Welt im Attika-Beta-Cluster. Zwei Drittel des Planeten sind mit den Ruinen einer riesigen zerstörten Stadt der Proteaner bedeckt. In den Jahrtausenden nach der Auslöschung der Proteaner wurden diese Ruinen. In der Galaxie existieren zwischen 2 und 400 Milliarden Sterne. Davon wurden bis heute weniger als 1% betreten. Und nur wenige ihrer Systeme wurden gründlich erforscht. Die Ausdehnung des menschlichen Lebensraums in der Attika-Traverse erfolgte weitestgehend planlos. Die jeweiligen Planeten wurden vor allem unter Ansiedlungsaspekten ausgewählt. Im Zuge der Expansionspolitik häufig ignoriert, gibt es noch tausende lebensfeindlicher Welten, die aber reich an industriellen Rohstoffen sind. Der Reichtum des gesamten Sonnensystems verbleibt unbekannt und wartet darauf, von kommerziellen Forschungsteams oder unabhängigen Forschern entdeckt und erschlossen zu werden. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Neben den atmosphärischen Problemen stellen die lebensfeindlichen, unerforschten Welten aufgrund ihrer Abgeschiedenheit ein ideales Versteck für Kriminelle, Revolutionäre, Kulte und andere Gruppierungen dar, die vor der galaktischen Gemeinschaft verborgen bleiben wollen. Haben wir hier noch Noveria und Pharos? Ja. Und Liara natürlich auch, nicht zu vergessen. NES, vermisstes Forschungsteam. Vermisstes Forschungsteam finden. Okay, ich würde aber sagen, das werden wir erst im nächsten Part machen. Also werden wir auch im nächsten Part erst
Hier einsteigen. Machen wir in die Hölle. Was? Warte, jetzt habe ich noch was für den Codex bekommen. Das machen wir jetzt nochmal eben. Die kinetischen Barrieren eines Kriegsschiffes können den Schaden durch Festkörpereinschläge mindern, bieten aber keinen Schutz vor Guardian-Lasern, Partikelwaffen und anderen Formen von Direktenergiewaffen, DEWs. Die innere Schutzschicht eines Kriegsschiffes besteht aus einer ablativen Panzerung, die verdampfen soll, wenn sie großer Hitze ausgesetzt wird. Das verdampfte Material streut den Strahl einer DEW-Waffe und hebt so einen Großteil der Wirkung auf. Um die innere Druckhülle wird eine Struktur aus verschiedenen Lagen ablativer Panzerung gezogen. Die meisten Schiffe sind mit verschiedenen Schichten Panzerung ausgestattet, zwischen denen sich zusätzliche Panzerungsbilgerräume befinden. Aha. Die auch für Lagerzwecke verwendet werden. Bei Sternkreuzern, die nicht über ausreichend Stauraum für Jägerhangars im Schiffsinneren verfügen, werden die Jägereinheiten in der Panzerungsbilge untergebracht. Es wurde auch schon bekannt, dass reguläre Crewmitglieder in den hintersten Ecken einer Panzerungsbilge illegale Alkohol Destillieren betrieben haben, die vor neugierigen Blicken geschützt waren. Okay, so, jetzt aber. Dann beende ich jetzt hier den Part und ja, im nächsten Part geht's dann auf der Normandy weiter, würde ich behaupten. Alles gleich, danke fürs Zusehen. Tschüss.